Starten wir mit unserer ersten ASP.NET Core Web-Anwendung. By the way, ASP.NET Core muss nicht unbedingt auf einem Webserver laufen. Es kann auch in einer Konsole oder in einem Windows-Dienst gehostet werden. Gut, wir machen eine leere Seite, sieht dann, wenn ihr ein neues Projekt macht, ungefähr so aus. Und dann machen wir mal rudimentär diese ganze Middleware-Geschichte, diese ganze URL-Mappings und ein paar ganz grundlegende Sachen, wie denn eine minimale Webseite aussieht. Gut, viel Spaß! Ja, die wichtigste Datei in diesem Fall ist diese Program.js. Kennen wir ja aus Konsolenanwendungen und ähnliches. Und was uns Visual Studio schon mal macht, ist etwas größer. Es macht uns eine Web Application Create Builder, macht dann ein Build und hier schon mal ein app.mapget mit slash und hello world und dann app.run. Gut, in früheren .NET-Versionen gab es zwei Dateien, die Program.js und die Startup.js. Da war der Großteil oder einiges davon, dieses ganze Mapping und Co. war in der Startup. Mit .NET 6 haben sie das etwas vereinfacht unter dem Schlagwort Minimal API. Also einiges an Plumping-Code einfach entfernt. Gut, und was diese Seite jetzt macht, wir können hier einfach mal starten mit Play und anschließend kommt schon der Browser und er wird uns Hello World anzeigen. Hello World. Gut, das ist natürlich sehr unspektakulär. Wir sehen hier Localhost 7000 irgendwas. Ja, das ist mal der Standard-Random-Port, der verwendet wird. Den kann ich außerdem geöffnet hat, ist eine Konsole und in dieser Konsole sehen wir eben, dass er auf Localhost entsprechend horcht mit dem entsprechenden Port. Gut, was macht die Seite eigentlich? Die ist ganz simpel, er macht, okay, wenn die Root-URL aufgerufen wird, also das nach dem Port, dann gibt er aus einfach Hello World. Vorsichtig, das ist nicht der Content, also das ist der gesamte HTML-Content, der ausgegeben werden soll. Das heißt, in dem Fall ist es nicht mal HTML, sondern einfach nur dieses Hello World, dieser Text. Können wir auch einfach prüfen, rechte Maustaste, Quelltext einzeigen. Also wir sehen hier, hier fehlt das ganze HTML, alles rundherum, das fehlt hier. Gut, also bei slash kommt Hello World. Jetzt können wir sagen app.mapget, also wenn ein Get-Request kommt, zum Beispiel auf Welcome, dann bitte gibst du einfach aus Willkommen. So, wieder Play gedrückt. Und ja, wenn ich hier eintippe Welcome, dann steht hier Willkommen. Soweit so einfach. Jetzt gleich ein paar Sachen. Punkt 1. Es ist relativ ungut, wenn man hier hergehen muss und sagen, okay, ich gebe hier den gesamten Source Code immer rein oder den gesamten HTML-Code. Das wäre gar nicht so toll, würde diese Program.js natürlich brutal groß machen. Ja, wir gehen mal von alles, was dynamisch ist, lassen wir mal weg. Also wir machen Add, New Folder, machen mal hier einen Ordner Static und in diesen Ordner Static geben wir rein eine neue, a new item und hier geben wir einfach mal eine HTML-Datei rein. Na, Content HTML, diese nennen wir hi.html und hier geben wir einfach rein h1, hi. Oder hallo 42 Entwickler. Hallo von 42 Entwickler. So. Und diese hi.html gehen wir in die Properties und sagen copy to copy if newer. Ja, dann kopiert das auch ins Output-Verzeichnis, wenn er kompiliert. Und zwar macht er einen Ordner Static und darin ist diese Datei. Und jetzt können wir sagen, okay, map.get, wenn zum Beispiel hi kommt, dann hätten wir gern Folgendes. Wir hätten gern Result, gib bitte ein Result zurück und zwar File. Und das File, das du zurückgibst, das könnten wir hier Bytes angeben. Wir können aber auch andere Sachen machen, wie einen Pfad. Er braucht einen absoluten Pfad. Jetzt ist die Frage, wir wissen natürlich jetzt nicht, wo die Webseite konkret physikalisch liegt, aber wir können den Builder fragen, der weiß das. Builder.environment und hier haben wir den Content Root Path. Ja, jetzt haben wir das und dann sagen wir, okay, geh bitte auf den Ordner Static und dann machst du hi.html. Das, was wir im Content-Type haben, ist Text.html. Warum mache ich hier Slash und keine zwei Backslash? Dann würde es auch unter Linux funktionieren, wenn wir einfach diese Applikation in Kestrel laufen lassen. Mit zwei Backslash, wenn wir machen, ist ja Windows-spezifisch. Und Windows akzeptiert den Slash ja auch. Also, wir geben Results-File zurück.
könnten wir auch einen Download erzwingen oder den Dateinamen, den er dann vorschlägt, zum Beispiel angeben und sagen hier Hi. Hallo von 42 Entwickler. Das heißt, was er macht, er kommt Hi her. Ja, er prüft all diese Regeln nacheinander in der Reihenfolge, wie wir sie registrieren, und führt dann aus, was in dieser Action Delegate ist, also in dieser anonymen Implementierung. Entweder gibt er Hello World aus oder Willkommen oder eben den Inhalt dieser Datei. Ja, was ist jetzt, wenn wir eine allgemeine 404-Seite haben wollen? Was ist, wenn wir sagen, okay, wenn keine der URLs angegeben wird, dann wollen wir eine eigene, schöne 404-Seite machen? Dann könnten wir zum Beispiel Sachen app.mapFallbackToFile. Das ist zwar nicht unbedingt für 404 gedacht, sondern eher für Single-Page-Applications, aber dazu später mal mehr. Static und not found. Hier geben wir konkret die Static File Options an und sagen auch, okay, mach bitte Serve Unknown File Type und den File Provider, der gibt nämlich an, wie er zur Datei kommt. Physical File Provider, also eine physikalische Datei, die wir zurückgeben wollen, und zwar die Root Path ist wieder dieser Content Root Path. So, jetzt brauchen wir natürlich diese not found. Ich kopiere mir einfach mal die Hi, sag copy paste, sag hier not found. Vorsicht mit Kernel Casing, falls ihr das jemals unter Linux laufen lassen wollt. Ja, das ist jetzt die Standarddatei, wenn sonst nichts passt. Ja, also fallback to file, wie der Name schon sagt. Mach einen Fallback zu einer bestimmten Datei. Und das wäre sozusagen die letzte Variante, die wir jetzt haben. Also vorher alle möglichen gemappt und zum Schluss diese. Das wäre unsere Kette, die wir zusammengebaut haben. Unsere Chain of Responsibility. Und jetzt machen wir hier JSTFG oder so. Dann passt da noch was nicht. Irgendwo ein Fehler gebaut. Ah, ja, natürlich. Wenn ich hot found schreibe, dann findet er die Datei wieder nicht. Not found. Not found, natürlich. So, kompiliert. Hier kurz reingetippt. Irgendwas. Die Standarddatei, wenn sonst nichts passt. Also, wunderbar, funktioniert wunderbar. Hier könnte man dann sozusagen einen gesamten Webserver abbilden. Könnten hier einfach sagen, okay, wenn die URL kommt, dann macht das, wenn die URL kommt, dann macht das. Da geht natürlich sämtliche C-Sharp-Logik rein und wir können uns hier mit diesen Mechanismen eine eigene Web-Applikation bauen, ein eigenes Web-Framework bauen, der dann die Sachen alle dynamisch macht, etc. pp. Gut, so viel mal zu den ganz, ganz statischen Sachen. Wenn wir dann jetzt andere Sachen machen, wie im Razor Pages, wie eine Web-API, wie MVC oder sonst irgendwas, dann wird im Endeffekt auch erstmal das mehr oder weniger konfiguriert oder das eben dann schlussendlich dynamisch aufgelöst. Ja, soweit zur ganz rudimentärsten Variante, wie man eine ganz nackige ASP.NET Web-Applikation machen kann. Etwas dynamische Themen wollen wir schon noch reinbringen, und zwar app.mapget. Hier kann ich, wenn ich hier wieder irgendwas habe, so irgendwas, dann kann ich hier nicht nur so eine Action angeben, ich kann auch den Kontext angeben und dieser Kontext ist der aktuelle HTTP-Kontext für diesen Request. Und dann kann ich auf Sachen zugreifen, wie zum Beispiel, was ist die aktuelle URL, die aufgerufen wird, oder eben auch, gibt es irgendwelche Cookies, die mitgeschickt werden oder die ich setze. Hier kann ich den Request, also alles, was der Client schickt, abfragen. Ich kann auch den Response entsprechend manipulieren, setzen, etc. Also Kontext. Hier gibt es einiges. Ich kann Abort machen, kann spannend sein. Meistens braucht man entweder Request oder eben Response. Response ist das Thema der Antwort. Request ist eben zum Beispiel, dass ich sage, okay, the path, was wurde geschickt, irgendwelche Header-Informationen, die geschickt wurden, unter Umständen irgendwelche Body-Sachen, wenn es kein Get ist, sondern ein Put oder Post, also wenn Daten geschickt werden, es gibt ja nicht nur Map-Get, es gibt auch Map-Put oder Map-Post, ja, die unterschiedlichen HTTP-Verben, die es da gibt.
Cookies, Content Length etc. Also Cookies und Formdaten kann man hier natürlich auch zugreifen, sofern es welche gibt. Header, Host etc. pp. Auch den Query String natürlich, ja, wenn wir URL-Parameter abgreifen wollen. Gleichzeitig kann ich auch sagen Response.Statuscode. Ich kann den Statuscode hier setzen auf 200 für OK, auf 403 für Forbidden, auf 404 für Not Found, auf 400 für Bad Request oder auf 500 wäre blöd, das wäre so interner Server-Error. Aber auch hier kann ich Header setzen. Hier kann ich sagen, ich setze den Body etc. oder auch lieber Client, du kannst bitte folgendes Cookie dazugeben mit Key und Value Pair, also my Cookie und my Value. Kann ich natürlich irgendwas machen, auch mit entsprechenden Cookie Options für die Cookie Lifetime. Ja, Cookies sind ja böse, haben wir gelernt, deswegen gibt es ja überall die Cookie Banners. Aber es würde gehen. Ja, auf die aktuelle Session zugreifen etc. Werden wir das eine oder andere werden wir in anderen Videos dann noch brauchen. Soweit mal, wie gesagt, zum Überblick.